Herzlich willkommen zu Step by Step Stillgewässer Part 3. Heute zeigen Carsten und ich euch die wichtigsten Knoten, die ihr für das Knüpfen eurer Stillwassermontagen braucht. Und wir starten nach dem Intro. Wir starten zunächst mit der Verbindung zwischen Haken und Vorfachmaterial. Dazu verwenden wir den sogenannten No-Knot. No-Knot ist ein Knoten, der eigentlich keiner ist, wie der Name schon verlauten lässt. Es ist eine knotenlose Verbindung und hat den riesengroßen Vorteil, dass dadurch die Tragkraft des Vorfachmaterials wirklich maximal erhalten bleibt. Und deswegen ist das eigentlich so wirklich die gängigste Variante, beim Ballerangeln Haken mit dem Vorfachmaterial zu verbinden. Es gibt da gewisse Unterschiede, je nachdem, ob man geflochtenes oder monofiles Vorfachmaterial verwendet. Die muss man beachten. Und wie das genau geht, das zeige ich jetzt hier im Detail. So, also falls ihr euch jetzt hier wundert, oh, was hat der für eine Spule in der Hand, das ist aber nicht das Pro-Leader. Das stimmt auch, das ist nicht das Pro-Leader, das ist nämlich eine Musterspule von dem neuen Silent-Leader, was wir jetzt im Programm haben. Ist ein sehr glattes Vorfachmaterial mit 16 Fäden geflochten, dadurch sehr glatt und bietet somit der Strömung sehr wenig Widerstand, wodurch halt kaum Störgeräusche entstehen. Und damit werde ich das Ganze jetzt hier angehen. Schneide ich mal erstmal ein Stück ab. So, dann gehe ich immer hin und führe beim Ein- oder generell beim Haken erstmal das Material durchs Öhr, sodass es dann parallel mit dem Hakenschenkel verläuft, und fange dann an, Wicklungen zu legen. Wicklungen um den Hakenschenkel und das Material, was parallel zum Hakenschenkel liegt. Ich fange immer mit der ersten Wicklung an, auf der gegenüberliegenden Seite, von da, wo das Öhr des Einzelhakens anliegt, weil ich nicht möchte, dass diese erste Wicklung sich, wenn viel Druck drauf kommt, in diesen Spalt vielleicht hineinziehen könnte. Wenn man auf der Seite anfängt, ist man absolut safe und es passiert gar nichts. Das kann dann nicht passieren. So, dann lege ich hier immer so, ja, am Anfang habe ich immer mitgezählt, ich glaube 6, 7, 8 Wicklungen. Ist mittlerweile so eine Gefühlssache geworden. Die lege ich um den Hakenschenkel rum, halte das Ganze halt mit dem Zeigefinger fest und führe dann das Vorfachmaterial wieder von hinten. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr das von hinten durchs Öhr wieder durchführt. Das wird nachher beim monofilen Vorfach noch wichtiger, weil es einfach andersrum durchgeführt schlecht wäre für den Hakeffekt des Hakens. So, und dann ziehe ich das Ganze zusammen, bringe das Ganze schön auf Spannung, und ihr seht, ohne dass ich jetzt hier eigentlich einen Knoten gemacht habe, ist das eine bombenfeste Verbindung. So, und zur Sicherung nehme ich mal jetzt hier noch ein Stück Hooktube. Zur Sicherung dahingehend, dass halt der Knoten oder die Wicklung nicht mehr aufrutschen, und auch letzten Endes zur Sicherung oder zum Schutz des Knotens gegen die Zähne des Welses, was jetzt natürlich nicht so schlimm ist wie beim Hechtangeln, aber trotzdem kann der Wels in einem lang andauernden Drill das Material irgendwann aufscheuern mit seiner Kauleiste, und das will ich halt hiermit umgehen. Damit das Ganze besser rutscht, ein bisschen befeuchten und dann einfach hier über das geflochtene Material drüber schieben. Es rutscht nicht immer so ganz sauber, muss mal ein bisschen nachhelfen. Aber mit ein bisschen Übung, Kraft und Ausdauer ist das gut zu schaffen. Und wenn es fertig ist, sieht das Ganze dann so aus. Dann kann man hier unten das überstehende Ende, könnte man auch stehen lassen. Es macht nichts aus hinsichtlich der Bisse, die man bekommt. Der Waller kriegt das nicht mit. Wenn er das mal mitkriegt, das überstehende Ende, dann haben wir echt ein Problem, weil dann wird er zukünftig auf keine Montage mehr beißen. Wenn er das merkt, dann merkt er vieles anderes auch. Ja, und dann sieht die Verbindung so aus. Vielleicht noch gerade ein Wort. Später bei Monofilen wird das wichtiger, dass ich diesen Knotenschutz noch drauf bringe, weil das Material, ich sag mal, ein bisschen steifer ist und dazu tendiert aufzuspringen. Beim Geflochtenen bräuchte ich das theoretisch nicht, weil es nicht so oft passiert. Die sauberere Variante ist es aber trotzdem, weil sicher ist sicher, und ich habe, wenn ich das so mache, den Vorteil, ich sehe den grünen
Gummi beim Drill. Ich sehe deswegen auch dann, wo der Haken im Welsmaul sitzt, was halt gerade bei der Landung wichtig ist, weil da muss ich mich immer vergewissern, wo sitzt der Haken und wo kann ich meine Hand hinmachen, ohne dass ich Gefahr laufe, irgendwie mit der Hakenspitze in Kontakt zu kommen mit den Händen. Und dazu hilft es halt ungemein, weil man direkt den Haken erkennen kann. Ja, das ist im Prinzip der No-Knot beim geflochtenen Vorfachmaterial. Noch ganz kurz zur Länge des Hooktubes, also wie lang länge ich mir den ab? Ich mache es immer ganz gerne so, dass der Tube lang genug ist, dass er komplett über alle Wicklungen drüber liegt, aber auch nach oben noch ein Stück übersteht. Das ist für mich so die, ja, die sauberste Variante eigentlich und kommt vor allen Dingen dann auch zum Tragen, wenn man Haken verwendet, wie beispielsweise unseren Striker, der einen relativ kurzen Schenkel hat. Dann kann ich halt mit einem Hooktube, den ich auf den Schenkel draufschiebe, den Hakenschenkel sozusagen verlängern, was mir hilft, was die Bissausbeute angeht. Es ist besser für den Hakeffekt. Und gleichzeitig habe ich aber auch den Vorteil, dass ich im Drill, wenn das Ganze nachher auf Spannung geht, habe ich einen kurzen Schenkel, der dann wieder besser ist für die Stabilität des Hakens, wenn Belastung drauf kommt. So habe ich quasi 2 in 1. Ich habe einen guten Hakeffekt und habe gleichzeitig eine hohe Stabilität. Und deswegen sind in meinen Augen länger abgekattete Hooktubes die bessere Variante. So, kommen wir zum monofilen Vorfachmaterial. Wie muss man da vorgehen? Zunächst braucht man natürlich eine Rolle Monofile. Hier ist es jetzt ähnlich wie vorhin beim geflochtenen Material. Auch das ist eine Musterspule von unserem neuen Moi Moi Mono, was wir ins Programm bekommen werden. Deswegen. Momoi. Momoi? Ja, ja. Ah, ich sag mal Moi Moi. Alles nicht schlimm. Ich bin ein Experte, oder? Ja. Geil, ich kenne mich aus. Nee, ich hab mich da doch. Ich hab mich eingelesen. Moi Moi. Moin Moin. Moin Moin. Ja, das ist nicht schlimm. Hauptsache es hält, oder? So, machen wir weiter. Also ihr braucht eine Spule von unserem neuen Momoi Mono. Ne, braucht ihr nicht unbedingt. Es ist aber ratsam. Macht euch ein Stück ab. Und dann geht es im Prinzip genauso los wie vorhin. Zunächst mal schiebe ich das Vorfachmaterial parallel zum Schenkel des Hakens und lege dann wieder die Wicklung um den Haken rum und fange wieder auf der Seite an, wo das Ende des Hakenbogens oder des Öhrs nicht anliegt, also gegenüberliegend. Und dann wickle ich die einzelnen Wicklungen, so wie vorhin, und gehe dann wieder von hinten durchs Öhr und ziehe das Ganze fest zusammen. Man hätte das jetzt auch noch anfeuchten können vorm Zusammenziehen, aber das geht schon. Das passt. Wir angeln ja hier nicht mit Spielzeug. Ihr seht's, das Vorfachmaterial hat jetzt hier schon quasi allein durch seine Materialbeschaffenheit einen ganz anderen Austrittswinkel und steht ganz anders zur Hakenspitze, als jetzt noch das beim geflochtenen Material der Fall war. Und das ist halt sehr zuträglich. Also das ist dem Line-Aligner-Effekt halt wirklich sehr zuträglich und deswegen ist es auch sehr genial, eigentlich mit monofilem Vorfachmaterial die Vorfächer zu knüpfen, aber das ist ein eigenes Thema wert. So, damit das Ganze jetzt nicht mehr aufspringt, weil ihr seht, wenn ich hier nur minimal das wieder reindrücke, dann haben wir hier echt wieder ein Problem, dass die Wicklungen aufgehen. Und damit das mir halt nicht passiert beim Angeln, ist es halt hier jetzt wichtiger denn je, noch einen Hooktube drüber zu schieben. Den schneide ich mir auch nochmal gerade auf die entsprechende Länge. Ah, sinnvoll ist es übrigens auch, den Grat abzuschneiden. Wenn man das schief macht, dann nimmt man sich teilweise echt das Leben, um den dann über das Öhr vom Haken zu bekommen. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp. So, dann hier auch wieder anfeuchten. Den Witz über das Anfeuchten, dass es auch in anderen Lebensbereichen leichter macht, spare ich mir an der Stelle. Und dann schiebt ihr das Ganze über die Wicklung. Zwischendurch immer mal wieder nachziehen, weil es sein kann, dass die Wicklungen sich aufdrücken beim Drüberschieben. Das kann man aber dann wieder, wenn man es auf Spannung bringt, wieder ausgleichen. Ja, und dann schiebt man den immer weiter drüber, so lange, bis es passt. Das überstehende Ende wird noch abgeschnitten und schon habt ihr euer monofiles Vorfachmaterial mit dem Haken verbunden. Ganz saubere Sache. Die Alternative zu dem Hooktube, den ich jetzt hier montiert habe, ist ein Hooksleeve, ein sogenannter Hooksleeve, den wir jetzt neu
im Programm haben. Hookslief hat die Eigenschaften, dass er eine Spur steifer ist als der Hooktube. Der Übergang hier, der ist halt sauberer zum Vorfachmaterial als hier unten beim Hooktube. Da entsteht hier eine Kante und genau diese Kante kann halt dann blöd werden, wenn der Haken durchs Wallermaul rutscht und sich hier anlegt. Dann kann das dazu führen, dass der Haken nicht so arbeitet, wie er normalerweise arbeiten sollte. Und bei diesem Sleeve ist es halt so, dass diese Kante eben nicht da ist, wodurch man nicht Gefahr läuft, dass das passiert. Das heißt, der Haken kann sich ganz sauber anlegen und dann halt auch fassen. Es ist auch immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl-Ding und so ein persönlicher Geschmack. Aber es ist halt einfach eine sauberere Variante. Und wenn man das Gefühl hat, dass man auf die Art und Weise eine höhere Bissausbeute hat, dann ist es ein ganz interessantes Hilfsmittel, um seine Knoten zu schützen am Haken. Natürlich ist es so, dass man nicht nur am Hakenende des Vorfachs spezielle Knoten braucht, sondern auch am anderen Ende des Vorfachs. Und da unterscheiden sich geflochtenes Vorfachmaterial und monofiles Vorfachmaterial also deutlich voneinander. Ich springe jetzt nochmal zurück zum geflochtenen Vorfachmaterial. Da ist es eigentlich relativ leicht, wie ihr das macht. Und zwar macht ihr das mit einer ganz normalen Schlaufe mit einem Achterknoten. Ja? Das heißt, ihr legt euch das Ende von der Schnur am Ende des Vorfachs zurück, so wie hier. Dann legt ihr das einmal so rum, haltet das mit den zwei Fingern fest und dreht dann einmal ein. Und wenn ihr das jetzt hier so seht, das sieht aus wie eine 8 und daher hat der Knoten halt seinen Namen. Und dann führt ihr die Spitze der Schlaufe hier durch die 8 und bringt das Ganze dann vernünftig auf Spannung. Am besten immer draufreißen und schön zuziehen und dann ist das Ding fix. Und jetzt kommt's eigentlich. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiges Ding, aber nur zu eurer eigenen Sicherheit. Das ist ein sogenannter Sicherheitsknoten. Den macht ihr hier drauf und zieht dann die Spitze wieder so hier durch. Ja, und ich denke, jetzt habe ich den ganz normalen Hausfrauenknoten so kompliziert erklärt wie möglich. Jetzt ziehe ich den zu und der bildet dann quasi den Abschluss dieser Schnur. Er schneidet das überstehende Ende ab und jetzt hat dieser Knoten den Effekt, dass sollte sich das Material bei Belastung irgendwann mal so weit durchziehen, dass es droht aufzurutschen, verhindert halt dieser Knoten das Aufrutschen. Er gibt quasi Sicherheit und hat deswegen den schönen Namen Sicherheitsknoten. Aber wie gesagt, und hier zitiere ich einen guten Freund und Kollegen, das ist nur zu eurer eigenen Sicherheit. Und hier habt ihr dann die Schlaufe, die ihr verwendet, um euch mit dem Rest der Montage zu verbinden. So, last but not least kommen wir noch zum Abschluss des monofilen Vorfachmaterials oder beziehungsweise monofilen Vorfachs. Ja, eigentlich bräuchte ich es hier nicht abzucutten, aber es ist ja die Musterspule, da kann man ruhig mal. So, ich schiebe hier immer, bevor ich mit dem eigentlichen Abschluss, mit dem eigentlichen Knoten beginne, immer ein Stück Rigtube aufs Vorfach. Rigtube deshalb, weil der ein bisschen dünnwandiger ist und deswegen auch leichtgängiger, was zum Beispiel es angeht, ihn über irgendwelche Knoten drüber zu schieben oder so. Es geht einfach leichter von der Hand und er trägt auch nachher nicht so dicht auf. Man ist quasi maximal dezent unterwegs. Zur Not geht natürlich auch ein Hooktube, wenn man sonst nichts zur Hand hat. Aber wenn man die Wahl hat, ist ein Rigtube natürlich dann besser auf das Aufgabengebiet ausgelegt. So, den schiebe ich zunächst mal drauf. Warum? Das erkläre ich später und dann fange ich mit dem eigentlichen Knoten an. Dazu lege ich mir jetzt eigentlich einen ganz normalen Knoten. So, den kennen da alle, auch wenn ihr nichts mit dem Angeln zu tun habt. Und der Unterschied ist jetzt, ich habe jetzt einfach das Ganze zweimal durchgeführt, wie ihr gesehen habt. Dann ziehe ich das Ganze auf eine Größe, die ich später haben möchte. Also ich bestimme quasi jetzt die Größe des Öhrs, das ich später mit dem Wirbel verbinde. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Ja. Und dann lege ich hier, ähnlich wie wir es vorhin beim geflochtenen Vorfach gemacht haben, bevor wir den Achterknoten gemacht haben, erstmal eine ganz normale Schlaufe. Ihr seht es hier, das liegt einfach nur übereinander.
Dann drehe ich das hier ein. Hier entsteht die 8. Die sieht man hier jetzt noch sauberer als beim geflochtenen Material. Und dann führe ich auch wieder das Ende des Vorfachs hier durch. Und dann sieht das so aus. Und bevor ich das jetzt zusammenziehe, feuchte ich das an und bringe das dann auf Spannung. Cool ist es, wenn ihr euch beim Zuziehen behelft. Das ist natürlich super hier mit der Sirene. Das ist das Zeichen, jetzt beißen die Fische. Wir müssen jetzt Gas geben hier mit den Knoten. So, mit dem Haken helfe ich mir jetzt halt selber, um die Öse festzuhalten. Dann kann ich auf der Gegenseite stramm ziehen, das andere Ende stramm ziehen. Und dann bin ich eigentlich schon fertig mit dem Knoten. Den Namen Augenknoten hat das Ganze, weil hier oben quasi jetzt ein Auge entstanden ist. Daher der charakteristische Name. Ihr habt halt hier oben den Vorteil, dass das Material hier oben jetzt doppelt liegt. Das heißt, wenn das später in einem Wirbel eingehängt ist, habe ich eine größere Oberfläche der Schnur, sodass diese sich weniger schnell oder besser gesagt langsamer an der möglichen Scherkante abscheren kann. Ihr verstärkt quasi das Material, weil ihr es doppelt legt. So, und hier unten der Knoten, der hält halt das Ganze zusammen. Das Stück hier lasse ich immer ganz gern ein Stück überstehen, nicht allzu, also nicht ganz so lang, wie es jetzt hier ist, sondern eher so in der Länge. Das mache ich deswegen, weil es beim Monofilen mit der glatten Oberfläche immer mal sein kann, dass bei Belastung noch ein Stück nachrutscht in den Knoten und da will ich halt einen gewissen Puffer haben. So, und genau an der Stelle kommt jetzt der Rigtube von vorhin zum Einsatz. Den schiebe ich dann nochmal nach oben. Schiebe das Ende, das zweite Ende mit hinein und schiebe den dann über den unteren Knoten. So, und schiebe den dann bis direkt unter das Auge. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach, das überstehende Ende, was man hier eben gesehen hat, neigt dazu, vor allen Dingen beim Angeln mit Grundmontagen, wie zum Beispiel U-Pose, dass es sich mit der Vorfach irgendwie verfängt. Also es gibt dann irgend so eine Verwicklung und ein Gebilde, was nicht sauber ist, und das kann zu Schwierigkeiten führen, und das umgehe ich halt, indem ich hier den Rigtube einfach drüber schiebe. So ist das Ganze entschärft und ich habe eine ganz saubere und sichere Verbindung, die ruhig auch noch ein Stück nachrutschen kann, ohne dass irgendein Knoten aufgeht. Jetzt hält mein Tackle-Container. Das sieht gut aus, oder? Wichtig ist immer, dass man Stativ dabei hat und leere, verdreckte Wurmdose. Ist das doch Moi Moi? Das ist Moi Moi. So Mustermomoi. Ich mache jetzt einfach mal gerade jetzt die Vorstellung, weil ich dafür jetzt hier weitermache mit zwei Knoten. Ich muss jetzt wieder ins Hochdeutsche zurück. Entschuldigung. Wir zeigen jetzt den Grinnerknoten, also die Verbindung von der Hauptschnur zum Wirbel. Ich mache das jetzt. Und noch eine weitere Alternative, um euer Monovorfach abzuschließen, um das dann später mit dem Wirbel zu verbinden, nämlich das Quetschen. Und ich würde sagen, wir bleiben noch beim Vorfachmaterial und ich fange an mit dem Quetschen. Ja, es gab eine kurze Pause, weil ich die richtigen Quetschhülsen nicht gefunden habe. Das ist nämlich ganz wichtig, man muss sein Vorfachmaterial auch auf die Quetschhülsen anpassen. Beziehungsweise umgekehrt, ich wähle das Vorfachmaterial. Hier habe ich knapp über 1 mm Durchmesser. Man könnte jetzt hier im Stillgewässer noch ein bisschen runtergehen, aber ich würde sagen, um die Vorfachdurchmesser kümmern wir uns dann, wenn es um die Montagen geht. Da ich Durchmesser von über 1 mm, brauche ich natürlich auch einen Innendurchmesser von über 1 mm. Da haben wir die 1,3er Hülsen und die sind ideal für solche Monovorfachmaterialien. Man kann zwei nehmen, ich nehme aber im Regelfall nur eine Hülse, spart man ein bisschen und reicht vollkommen aus. Ebenfalls noch wichtig sind solche Monoloop Thimbles, ist ein komischer Name, im Prinzip ist das so ein Schlaufenschutz, ja. Man legt da das Vorfachmaterial drüber und es sorgt dann dafür, ähnlich wie beim Augenknoten, wo man einfach die mehrfach ineinander so verstrickt und das Auge entsteht, und hier, das hat den gleichen Effekt, nur dass halt einfach dieses Plastikteil dafür sorgt, dass das Mono nicht allzu sehr geknickt wird. Das mache ich auch übrigens nur beim Ansitzangeln, wo man mit doch stabilerem Gerät angeln, weil da kommt schon ordentlich Druck drauf. Beim Vertikalangeln zum Beispiel verzichte ich meistens auf solche Monoloop-Fimbles. Vertikalangeln ist jetzt nicht das Thema, ich weiß, aber da kommt einfach bedeutend weniger Druck auf die Montage im Vergleich zum Ansitzangeln. Aber hier ganz wichtig. Und dann brauche ich noch einen Wirbel, den suche ich mal gerade und dann geht es direkt los. Also ganz kurz zum Wirbel.
Man braucht den theoretisch nicht. Man kann das Ganze auch ohne Wirbel machen und später dann einen Einhänger, einen Karabiner einhängen. Ich bin aber ein Freund davon, alles direkt schon fertig zu machen und dann auch an die Hauptschnur zu binden. Deshalb machen wir es jetzt mal so, wie ich es in den meisten Fällen mache, mit Wirbel. Also zuerst kommt die Hülse drauf. Das ist eine Aluhülse. Das ist ganz wichtig, denn Alu beschädigt die Schnur nicht beim Quetschen. Dann könnt ihr quasi das Monoloop-Fimbel so halten. Jetzt der Wirbel. Zusammendrücken. So, und ich mache es meistens so, dass ich dann schaue, dass die Enden so weit zusammengedrückt werden, dass ich nicht abschneiden muss. Ja? Erspare ich mir einen Arbeitsschritt. So minimal sollte das Zeug rausschauen, das Monofofa-Material. Man könnte hier auch mit dem Feuerzeug jetzt das noch anflamen, sodass es einfach dicker ist vom Durchmesser und danach überhaupt nicht mehr rutschen kann. Wäre sogar noch die bessere Alternative. Nur da ich kein Raucher bin, habe ich auch oft kein Feuerzeug dabei und ich hatte noch nie Probleme, wenn ich das nicht mit dem Feuerzeug mache. Insofern, das funktioniert so. Ich würde euch jetzt allerdings empfehlen, direkt die Quetschhülsenzange zu holen. Das sind solche speziellen Zangen für die dicken Aluhülsen. Und es ist so, dass ich die immer quasi verwende, auch wenn das jetzt hier eine 1,3er Hülse ist, zwischen 0,5 und 1,0. Also quasi diese zweite Nut passt eigentlich beim Welsangeln immer bei den Hülsen. So. Ich gehe rein und gucke, dass es vorne und hinten etwas übersteht. Ganz wichtig, also niemals am Ende quetschen, sondern immer in der Mitte. Drück das jetzt noch ein bisschen zusammen. Ne? Es kann ruhig so minimal abstehen. Zur Not kann ich da ja auch mit der Schere das später abschneiden. Ja? Und dann muss ich kräftig drücken, gerne auch mit zwei Händen. Und schon bin ich fertig. Ne? Schon habe ich hier eine ideale Quetschung. In meinen Augen habe ich den Vorteil im Vergleich zum Augenknoten, es trägt halt nicht so dick auf, es ist ein bisschen sauberer. Ob es jetzt mehr trägt, ist eigentlich egal, weil Vorfahrmaterial hat so eine hohe Tragkraft. Ne? Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich persönlich habe mich mittlerweile hier aufs Quetschen eingestellt. Früher habe ich immer einen Augenknoten verwendet, ist also wirklich Geschmackssache. Natürlich müssen wir unser Vorfach auch mit der Hauptschnur verbinden. Ich habe hier eine wunderschöne Orangene, das haben wir ja eben schon erwähnt, ist so eine Musterspule, wo ich mir einfach mal einen Durchmesser anschauen sollte. Unsere lieben japanischen Freunde von Moi Moi, Momoi, haben wir die mal geschickt und die eignet sich ideal, um euch hier meinen Lieblingsknoten zu zeigen im Bereich Hauptschnur an Vorfach. Und zwar ist das der Grinnerknoten. Hannes, komm mal rum und geh nah dran, damit man das wunderbar sieht. Was ich ganz gerne immer mache, ich gehe immer gerne zweimal durchs Wirbelöhr durch. Muss man nicht unbedingt, aber hat sich bei mir so etabliert quasi. Na, eigentlich sollte man noch gucken, dass die nicht übereinander liegen. Wir wollen es ja jetzt perfekt machen, genau. Dann ist es wichtig, relativ viel überstehen zu lassen, also ruhig so 20, 25 cm. So, man legt jetzt quasi die Schnüre hier doppelt. Geht dann, mit der die doppelt gelegt ist, zurück. Ja, hier die doppelten. Und jetzt wickel ich hier drum. Und ich würde sagen, circa 6 Mal reicht bei diesen dicken Schnüren aus. 6 bis 8 Mal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. So. Und jetzt ziehe ich zu. Wichtig beim Zuziehen, diese Klänge sollten sich nicht überschlagen. Man kann es auch immer noch befeuchten. Und ich ziehe es immer hier so etwas lang. Funktioniert das noch besser, ne? Und wie man hier sieht, wunderbarer Knoten. Und jetzt kann man den nämlich hier nach unten ziehen, Richtung Wirbel. Jetzt nochmal hier ziehen, nochmal hier ziehen. Und dann ist der Wirbel zu, der Knoten. Hannes, gehst du nochmal nach vorne? Dann machen wir einen Abschluss, damit man mich mal nochmal sieht. Ich bin jetzt zwar keine Schönheit, aber als Abschluss des Videos ist es ganz toll. So, man kann jetzt natürlich einen Sicherheitsknoten machen, aber nur zu unserer eigenen Sicherheit. Auf den verzichte ich allerdings häufig, ne? Weil wenn ihr eine Schnur habt, die nicht auffasert, geht das auch ohne diesen Sicherheitsknoten. Ja, und so sieht's aus. Und damit würde ich sagen, sind 90% der Knoten, die ihr zum Welsfischen benötigt, oder sagen wir mal 80% abgedeckt, habt ihr gesehen. Es gibt noch so ein paar spezielle
Knoten, zum Beispiel beim Thema Schlagschnur, zum Beispiel beim Thema Reißleine. Nur ich denke, da kann man dann im Speziellen drauf eingehen, wenn wir über die einzelne Montage reden, euch die Montagen vorstellen. So habt ihr auf jeden Fall mal einen guten Überblick über fast alle wichtigen Knoten. Und dementsprechend würde ich sagen, können wir das Video auch abschließen. Da ich gerade das Mikro hier habe, mache ich auch den Spruch, den Hannes nochmal bringt. Vergesst nicht, das Video zu teilen. Das hast du, glaube ich, nie gesagt, oder? Man kann es auch mal teilen, Video, ja? Liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr mitbekommt, wenn ein Video kommt. Und ganz wichtig auch, wenn ihr einen Tackle braucht, wisst ihr ja, von welcher Firma das kauft. Ganz egal, ob bei uns im Onlineshop oder aber auch beim Fachhändler eures Vertrauens. In diesem Sinne würde ich sagen, im nächsten Video, lasst mich ganz kurz überlegen, gehen wir dann auf die Unterwasserposenmontage ein. Das zeigen wir euch dann bei Step by Step Part 4. Stillgewässer Part 4. Also bis zum nächsten Video. Ciao.